Heute wieder ein spannender Tag auf der Baustelle. Der glühend heiße Asphalt wird auf dem Parkplatz aufgebracht und wir schauen uns an, wie die Elektriker die Tanzschule unter Spannung setzen. Hört ihr das Brutzeln vom frischen Asphalt? Genial, wie auf der heißen Herdplatte. Ich bin da bei Pedro und den Jungs von der Strabag, die verlegen die Pflastersteine auf unserem Parkplatz. Pedro, wie viele Steine verlegt ihr insgesamt? Insgesamt haben wir jetzt 8760 Steine schon verlegt. Ja. Circa noch 1000 werden wir noch verlegen. Ja. Was macht ihr so für Arbeitsgänge? Steine, zuerst das Beet machen? Ja, erst tun wir den Beet schön ziehen. Ja. Dann tun wir halt verlegen, nach die Richtung muss genau sein. Ja, ja. Und die Fugen schauen wir auch, dass es halt eine Spur ist. Dass es auch am Ende schön ausschaut, ne? Ja. Da tun wir dann Split einkehren, dann tun wir mit der Rüttelplatte verdichten. Das ist dann ist das fix fertig. Bei mir Peter Kuckenfellner von Elektrogönner. Elektrogönner setzt die ganze Tanzschule unter Spannung. Wir sind hier im Technikraum beim Schaltschrank. Was sieht man da alles? Also wir haben da das Herzstück eigentlich von der ganzen Haustechnik. Wir haben das ganze KNX-Bus-System, wir haben die Absicherungen für diverse Endverbraucher, Heißwasserspeicher, Lichttechnik, Wärmepumpe. Alles klar. Das sind so viele bunte Kabeln, die man überall sieht. Ja, du hast alle mal mit dabei. Genau. Welche Farbe ist für was? Das sind wir die Energiekabeln. Das ist ein E30er Kabel, das verwendet man da zum Beispiel für die Notbeleuchtungsanlage. Dann das blaue? Da haben wir K7-Kabel, das ist EDV-Kabel. Ah, okay. Ja. Blau ist im großen Strom, genau. Ja, ja. Eine Menge Kabeln. Wie viele Meter kann man das schätzen? Habt ihr von was verlegt? Genau, also so über den Daumen kann man sagen, so 40 Kilometer. Verschiedene Kabeln. Genau, im gesamten Haus. Wir sind jetzt an der Stelle, wo der Strom in die Tanzschule kommt, beim Elektroschrank. Peter, wie viel Leistung kommt da rein und wo ist das Kabel? Ja, da kommen schon 200 kW. 200 kW? Ja, kommen da schon rein. Über das dicke schwarze Kabel? Genau. Und wenn man die Sicherung da jetzt zieht, dann... Dann ist die Tanzschule finster.